Die heiße Phase des Spielejahres beginnt langsam. Bald prasseln fast schon täglich auf uns die neuesten Spiele-Blockbuster ein. Wir freuen uns auf die Zeit, denn das bedeutet, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Allerdings ist heute tatsächlich mal der richtige Zeitpunkt, um zu schauen, auf welche Spiele sich Gaming Deutschland am meisten freut. Wir präsentieren euch heute nämlich die Top 10 der Pre-Order-Charts. Die Platzierungen setzen sich aus den Vorbestellungen des Handels zusammen. Konkrete Vorbestellerzahlen gibt es leider keine, aber hey, wir müssen uns jetzt einfach mal nur mit den Platzierungen zufrieden geben. Pokémon Sonne und Mond konnte Rekorde aufstellen. Die aufgepimpte Version Ultrasonne und Ultramond werden diese wohl nicht brechen können, erfreuen sich aber dennoch sehr großer Beliebtheit. Mit Platz 10 eröffnen sie die Vorbestellercharts und sind, wenig überraschend, damit auch das meistgefragteste Nintendo 3DS-Spiel. Erscheinen soll das Abenteuer der Taschenmonster am 17. November. Auch Star Wars Battlefront ging damals weg wie warme Semmel. Über 13 Millionen Mal wurde das Spiel aus dem Hause DICE verkauft. Teil 2 erscheint in wenigen Wochen und scheint die Beliebtheit des Vorgängers noch nicht so ganz erreicht zu haben. Erscheinen soll Battlefront 2 am 17. November. Platz 9 belegt der Teamshooter mit seiner PS4-Fassung. Ach ja, was wären die Pre-Order-Charts ohne Call of Duty? Die Xbox One-Version von Call of Duty World War II belegt den 8. Platz. Die Erwartungen seitens Activision sind übrigens gigantisch. Man möchte gerne wieder an alte Rekordjahre anknüpfen. Ob das mit dem altbekannten Weltkriegssetting und dem altbekannten COD-Formel-Gedönsel funktioniert, das werden wir am 3. November sehen. Meine Prognose? Nee, wird nicht klappen. Kein Spiel verkauft sich in Deutschland öfter als FIFA. Es ist der System-Seller und verkauft Jahr für Jahr binnen weniger Tage Millionen Kopien. Die Xbox One-Version von FIFA 18 darf daher auch in den Pre-Order-Charts nicht fehlen. Platz 7 geht an die Fußballsimulation, welche am 29. September erscheinen wird und die heiße Phase des Spielesjahres ja fast schon traditionell eröffnen darf. Übrigens, die Xbox One-Version von FIFA 18 ist damit auch das höchste Spiel für die Xbox One in den Pre-Order-Charts. Auf Platz 6 erleben wir eine klitzekleine Überraschung. Die Marke Need for Speed ist wohl noch immer eine recht starke, denn anders ist es nicht zu erklären, dass die PS4-Version von Need for Speed Payback auf dieser Position zu finden ist. Zugegeben, wir fanden das neueste Need for Speed beim Anspielen auf der Gamescom alles andere als großartig, aber hey, das sind eure Pre-Order-Charts und nicht unsere. Erscheinen wird das Rennspiel am 10. November. Platz 5 belegt eine fast schon vergessene Perle des Rennspielgenres. Gran Turismo Sport hat lange auf sich warten lassen, soll aber tatsächlich und ohne Witz endlich am 17. Oktober erscheinen. Und zwar, klar, exklusiv auf der PS4. Ob die Marke der Großmacht Forza aus dem Hause Microsoft noch etwas entgegenzusetzen hat, werden wir dann also endlich mal klären können. Guck mal einer an, der ehemalige Klempner darf heute auch nicht fehlen. Super Mario Odyssey ist das Nintendo Switch Highlight des Weihnachtsgeschäfts. Wenig verwunderlich also, dass der Kollege mit der fetten Knubbelnase auch in den Pre-Order-Charts zu finden ist. Platz 4 spricht hier übrigens auch eine eindeutige Sprache, nämlich dass das Interesse an Mario noch immer groß ist. Erscheinen wird das Spiel am 27. Oktober exklusiv auf der Switch. Übrigens, wenig verwunderlich, Super Mario Odyssey ist das Nintendo-Spiel, welches hier in den Pre-Order-Charts am höchsten steht. Dem klugen Gamer ist sicherlich aufgefallen, hier fehlt doch noch ein richtig großer Blockbuster. So einer mit Klettern und Adlern und Gedöns. Ja, keine Sorge, Assassin's Creed Origins fehlt natürlich nicht, sondern belegt Platz 3 mit der PS4-Version. Zugegeben, Origins sieht vielleicht nicht so extrem anders aus, spielt sich aber tatsächlich erfrischend neu. Die Chancen stehen gut, dass am 27. Oktober das bisher beste Assassin's Creed erscheint. Watch out, the floor is lava.
Einen ähnlichen Satz würde nun sehr gerne Activision von uns hören, aber nö, sorry, wir wollen ja nicht lügen. Aber hey, Jungs, Platz 2 für Call of Duty World War II mit der PS4-Version ist doch auch etwas wert, oder etwa nicht? Überraschung, Überraschung! FIFA 18 mit der PS4-Version ist auch in den Pre-Order-Charts das beliebteste Spiel der Deutschen. Ja, leck mich fett, da werf ich eine Kuh übers Dach. Das hätte ich ja nicht gedacht. Über 1 Million Mal wird sich das Ding alleine in Deutschland in nur wenigen Tagen verkaufen. Dies ist mehr als sicher. Und warum ist dies mehr als sicher? Weil Fußball, weil FIFA, weil PlayStation. Freut euch also alle Jahre wieder auf die Dominanz aus dem Hause EA Sports. Damit unterstreicht FIFA 18 übrigens erneut seinen Titel als das wichtigste Spiel in Deutschland. Und dies waren die Pre-Order-Charts aus Good Old Germany. Waren da Spiele dabei, welche ihr selber vorbestellt habt? Wenn ja, welche? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ihr mehr Charts bei uns sehen wollt, dann lasst außerdem mal einen Daumen nach oben da. Ach ja, und zum Abschluss noch einen weisen Satz an euch alle. Spiele vorbestellen lohnt eigentlich nie wirklich. Wartet lieber auf die ersten Anspielberichte und entscheidet dann, ob das Spiel X oder das Spiel Y für euch interessant ist und ihr es kaufen wollt. Womit ich jetzt rein technisch die ganzen Pre-Order-Charts eigentlich zunichte gemacht habe und gesagt habe, dass das totaler Quatsch ist. Aber ist ja nicht mein Problem. Oh, das Mikrofon läuft. Tschüss!